Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was macht eigentlich? In diesem Format stelle ich immer die Kanäle vor, die ich schon mal vorgestellt habe. Also wir blicken zurück in jeder Folge auf 5 Kanäle. Heute sind es wieder 5 und falls ihr mal bei diesem Projekt hier dabei sein wollt, müsst ihr erst bei einer Kanalvorstellung mit dabei sein. Ihr kennt das, denke ich mal, die regelmäßig hier mitschauen. Und wenn ihr schaut, einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ich möchte das jetzt auch nicht immer wiederholen, aber naja. Okay, fangen wir einfach mal an mit der Poli. Der Poli, mit dem habe ich früher auch regelmäßig eigentlich was zusammen gemacht, weil wir auch in der YouTube-Bundesliga mal oder durch die YouTube-Bundesliga einen engeren Kontakt gehabt haben. Jetzt ist der Kontakt so ein bisschen verflacht, aber naja. Hatte früher 121 Abonnenten, jetzt 145. Hier oben 145. Hat noch einen schönen Kanalbanner, muss ich sagen. Der Poli FIFA 17 Karrieremodus. Vielleicht ja bald FIFA 18, wer weiß das schon. Ja, wir gucken einfach mal zu den Videos. Hat immer noch ein schönes Profil mit drin. Kleines Update-Info vor einem Tag. Hätte ich mir das mal angeguckt. Naja, ihr könnt euch das aber mal angucken, dann wisst ihr, was da Sache ist. Aber er macht auf jeden Fall noch Videos, das finde ich sehr bemerkenswert. Finde ich auch sehr schön. Ja, FIFA 17 hat er eine Karriere gemacht mit Juventus Turin. Schönes Thumbnail, ist auch mal eine andere Variante, so ein Thumbnail zu designen. Gibt ja viele verschiedene FIFA-Thumbnails und Designs. Jeder macht es anders und das ist auch wieder eine etwas andere Art. Ja, FIFA in der letzten Zeit. Hier war ein Info-Commentary die letzten Wochen vor FIFA 18. The Hype is real. Bald ist es soweit, bald geht's auch bei mir wieder los und dann, ja, schaut bei ihm vorbei, lasst einen Gruß von HSPDP da und dann sehen wir uns gleich auf dem zweiten Kanal wieder. So, den zweiten Kanal hätte ich euch natürlich auch gern gezeigt, aber ihr seht, dieser Kanal ist mal wieder nicht vorhanden, du. Was ist denn hier los? Und zwar wäre das De Passy gewesen. De Passy, hört sich französisch an, ist aber ein deutscher Name, hatte 116 Abonnenten. Jetzt, ja, weiß ich nicht. Hat einen grau-schwarzen Kanalbanner, hat ein Profillogo, das ich schon bei vielen Leuten gesehen habe und hat auch diese Nachricht hier oben. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er ihn gelöscht. Wir halten uns hier nicht länger auf, sondern schauen mal auf den dritten Kanal. Kanal Nummer 3, das weiß ich aus sicherer Hand, ist dagegen wieder etwas aktiver. Und zwar der Football Gaming TV oder der Kanal Football Gaming TV wird betrieben von zwei Leuten. Der Thomas und der Andreas, wie es hier unten drinnen steht, haben mich auch noch hier in der Subbox. Das finde ich sehr schön, Dankeschön. Das finde ich sehr schön, Dankeschön. Sind nämlich auch des Öfteren in Livestreams. Ich glaube eher der Thomas oder der Andreas, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind sie nie zusammen da, sondern halt immer nur einer. Aber sie leiten den Kanal zusammen, finde ich eigentlich ganz cool. Eine coole Sache, wenn man so einen Kanal zu zweit leitet. Gibt bestimmt auch ab und zu Probleme, aber im Großen und Ganzen, denke ich, sollte das eigentlich viel Spaß machen. Und sie machen auch noch aktiv Videos, hätte ich jetzt beinahe gesagt, sondern sind nur aktiv bei mir in den Livestreams oder auch mal unter dem Video. Vor 6 Monaten kam hier das letzte Video und zwar ein Video 19 Millionen Abgang und 3 Top-Transfers FIFA 17 FC Southampton Karrieremodus Staffel 1 Episode 10. Also die Thumbnails sind auch richtig gut gestaltet, sieht ein bisschen aus wie ein Template, ich möchte euch da jetzt nichts irgendwie vorwegnehmen, falls ihr das doch selber gemacht habt, das sieht ja auch ganz nice aus, das Thumbnail zum Fußballmanager. Also wenn ihr irgendwie Zeit habt, macht doch mal wieder Videos, irgendwie, Hashtag Neuanfang. Zukunft des Kanals, vielleicht haben sie es ja da auch erwähnt, man weiß es ja nicht, ne? Also, schauen wir uns um auf Kanal Nummer 4, nach einem kurzen Cut, bis gleich. Auf Kanal Nummer 4 hatte ich schon damals bei der Kanalvorstellung so Probleme, wie ich diesen Kanal vorstellen sollte. Der Kanal damals hieß noch The Night Elf Nightcore, heute heißt er nur noch Night Elf Because of Fun, 225 Abonnenten, jetzt 114 Abonnenten damals, also ja, ein Abonnentenzuwachs von 111, Schnapszahl, soll Glück bringen. Und ich bin der Meinung, also der Kanal macht immer noch total aktiv Videos, was ich total schön finde. Das letzte Video vor 6 Stunden, Nightcore Super Mario Run Trap Remix. Und ich bin der Meinung, nach wie vor, das habe ich auch damals, glaube ich, schon in der Kanalvorstellung gesagt, dass diese Nightcore-Videos, ja, sind einfach nur Musiktracks, die ein bisschen gepitcht wurden, ne? Also die ein bisschen höher gepitcht wurden und auch ein bisschen schneller. Und da noch ein besonderer Beat runtergelegt wurde, ist das so? Wenn ihr euch mit solchen Nightcore-Videos besser auskennt oder falls ihr selber solche Videos macht oder falls ihr die gerne schaut, schreibt das mal ruhig in die Kommentare. Mich würde das mal interessieren, was das für eine Art von Videos sind, diese Nightcores. Ich habe die früher auch mal geguckt als Kind, also solche Musikvideos. Ich fand die eigentlich ziemlich cool. Aber ich konnte mir schon damals nichts drunter vorstellen und vielleicht gibt es ja, wie gesagt, einen, der da Fan ist und da ein bisschen mehr zu erzählen kann in den Kommentaren. Wäre ganz nice. Vielen Dank im Voraus und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem fünften Kanal und letzten wieder. Der fünfte und letzte Kanal ist der Razer. Der Razer, nee, nicht 2R, sondern nur 1R. Razer, Vlogs, Games und Reviews. Hat jetzt 554 Abonnenten, damals 283. Also auch ein Abonnentenzuwachs, was mich sehr freut. Das ist jetzt wieder so ein Kanal, da weiß ich jetzt wieder nicht, ob
er auch bei meinen Livestreams ab und zu dabei ist und auch unter den Videos oder ob das auch ein anderer ist. Weil ich glaube, es gibt nämlich noch einen, der so ähnlich heißt wie der Razer, aber ich kann es euch gleich sagen anhand eines bestimmten Videos. Mein erster Manga, Seelenverwandtschaft, diese kranke Welt. Nein, dann war es wieder ein anderer, der, mit dem ich dich verwechselt habe. Auf jeden Fall macht der Razer auch noch aktiv Videos, was mich auch freut. Zwar nicht jeden Tag, aber so jede Woche so ein, zwei Videos. Mein erster Manga war zum Beispiel das letzte vor zwei Tagen. Dann ein FAQ, schmeckt der kleine Finger. Ich kann es nicht sagen, ich habe beide nicht mehr. Also müssen wir gut geschmeckt haben. Dann ein Wir müssen reden Video, was eigentlich auf jedem zweiten Kanal heutzutage kommt. Ich meine, klar, ist gut, wenn man mal so ein Video macht, um vielleicht mal gewisse Probleme aus dem Weg zu räumen oder irgendwelche Sachen mal anzusprechen, aber ja, in den meisten Fällen, also war meine Erfahrung so, ist das eigentlich nur Clickbait, um die Leute wieder ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass man doch liked und dass man sonst seinen Kanal schließt und Selbstmord macht, wenn man nicht genug Likes kriegt. Also ist jetzt nichts gegen den Razer persönlich oder auch nichts gegen Razer, ich sag das nur aus meiner Erfahrung. Es kann ja auch um was ganz Ernstes gehen. Ich habe ja das Video nicht gesehen, also ich kann dazu ja nichts sagen. Nur mal dazu jetzt, ne, um das hier klarzustellen. So, dann soll es das gewesen sein, wieder von dieser Folge, was macht eigentlich, wir haben auch gar nicht mehr so viele Folgen, weil sich gar nicht mehr so viele Leute für eine Kanalvorstellung bewerben. Das heißt, dieses Projekt wird auch deine nahe Zukunft, es kommen glaube ich noch 4 oder 5 Folgen oder auch 6 Folgen, ne, also so schnell wird das hier nicht pausiert erstmal, also es wird nicht beendet, es geht ja immer weiter, sobald ich 5 neue Kanäle habe, aber bald wird auch die letzte Folge erstmal kommen, wenn sich halt keine weiteren Leute bewerben. Deswegen der Aufruf an euch, bewerbt euch für eine Kanalvorstellung. Wie das geht, schaut ihr mal bei einer Kanalvorstellung in der Videobeschreibung. So, ich hoffe, das war jetzt langsam und deutlich genug. Steht schwarz auf weiß da und auch auf Deutsch, also verständlich, was ihr machen müsst. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, schaltet die Glocke ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Schönen Tag euch. Ciao.